Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Legend of Azun. Wir stehen vorm Kronz. Und der Kronz aus Kall will uns jetzt was erzählen. Gut, der heißt nicht Kall, der heißt Kronz mit Vornamen. Warum, fragt mich nicht. Ich bin nicht seine Mutter gewesen. In dem Fall, wir wollten ihn noch fragen, was am Pass denn so gefährlich ist. Denn er hat Berichte von einem Gebiet. Also sprich, eine neue Map. Ne? Ein Eisgebiet und da ist es gefährlich. Da führt halt ein Pass hin. Wieso ist es im Pass gefährlich? Weil dort blutrünstige Monster herumstreifen und der Frost, die das Leben aus dem Leib peitscht. Die Stadt hat jedoch kürzlich eine Expedition bestehend aus Rekruten dorthin entsandt. Aber eigentlich darf ich gar nicht darüber reden. Also vergiss, was ich gerade gesagt habe. Spiel dich nicht auf, du bist ein Rekrut, du bist ja nicht bei der CIA oder so, komm. Stehst ja an der Brücke und wartest auf Bauern und Händler. Das macht dich mal wichtiger als nicht, Kerl. So, wenn wir nur irgendwo. Es wird jetzt wieder Nacht, ich hab keinen Bock, irgendwie über die Schluchten rüber zu fallen. Dann lieg ich unten und leide. Spüre die Pein. Oh. Wer bist du? Ich bin Tief. Na, Tief? Was machst du denn hier? Na, arbeiten, was denn sonst? Arbeitest du schon lange für Orin? Nein, nicht sehr lange. Ich bin ja auch Wanderarbeiter. Wanderarbeiter? Erzähl mal. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich wandere halt dahin, wo es etwas zu tun gibt. Im Sommer gibt's auch nie Probleme. Nur im Winter bin ich meistens knapp bei Kasse. Da bin ich froh, dass ich mit Hamo immer etwas zurücklege. Da wird das Geld auch nicht so schnell alle. Der Kerl da drüben. Meinst du den hier, der dir immer am Rockzipfel hängt? Hey, werde nicht beleidigen zu Hamo. Würde ich niemals tun. So, der Tief. Oh. Halt, Junge, jetzt komm mal näher. Ist etwas nicht in Ordnung? Das weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. So, jetzt lass dich mal näher ansehen. Aha. Sag mal, bist du einer der neuen Wanderarbeiter? Eigentlich bin ich hier gerade nur zufällig in der Gegend. Na dann. Ich bin übrigens der alte Oswald. Was willst du eigentlich hier? Nichts. Ich schau nur, was es hier so gibt. Dann mach hier aber keinen Ärger, klar? Hatte ich nicht vor. Ich hätte ja gesagt, ich kann dir irgendwie Rüben ziehen, wenn du willst. Was machst du hier, Oswald? Besser wäre es, wenn du fragen würdest, was machte ich früher hier? Du musst nämlich wissen, dass man in meinem Alter nicht mehr so viel machen kann. Meine Hände sind für die Feldarbeit viel zu schwach. Zum Jagen reichen meine Augen nicht mehr. Höchstens zum Fischen bin ich manchmal noch zu gebrauchen. Und was machst du dann den ganzen Tag? Verschiedenes. Mal helfe ich ein bisschen, dann zeige ich den Neuen, wie sie die Arbeit machen müssen. Und wenn es mir gut geht, dann helfe ich Jan beim Fischen. Aber meistens genieße ich den Tag. Lange werde ich sowieso nicht mehr leben. Und richtig brauchen tut man mich auch nicht. Ferz. Im Alter zählt die Erfahrung. Ratgeber. Lebst du hier ganz alleine? Nein, meine Enkelin Emilie lebt noch bei mir. Sie ist ein bezauberndes Kind. Ich wüsste gar nicht, wie ich ohne sie zurechtkommen sollte. Wo ist denn der Rest deiner Familie? Alle tot. Meine Frau ist bei der Geburt meines Sohnes gestorben. Und später ist auch er mit seiner Frau bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Nur Emilie hat überlebt. Seitdem wohnt sie bei mir. Das klingt ja herzzerreißend. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich wüsste nicht, wobei. Denn mein Leben kann ich auch ohne Hilfe noch genießen. Es sei denn, du willst mir helfen, ungesehen zur Vorratskammer zu kommen. Was willst du denn da? Na, jetzt denk mal nach. Was ist denn dort drin? Ich denk mal, die Vorräte für den Winter. Und nicht zu vergessen der gute Schinken. Da bekomme ich jetzt schon Hunger. Du willst also etwas von den Vorräten? Na, drin schlafen will ich auf alle Fälle nicht. Und ich dachte, ich wäre alt. Ich schau mich mal weiter auf dem Hof um. Tue dir keinen Zwang an. Ist das jetzt eine Quest? Übrigens gab es ja auch die ganze Zeit richtige Spacks. Weil sie weit von dem entfernt stand, der mit uns geredet hat, weil es euch das aufgefallen ist. Ja,
Wir haben keine neue Quest, ist ein bisschen schade, aber vielleicht hat er das auch nur so zum Spaß gemeint. So scheint es auch. Ich schau mich mal weiter auf dem Hof. Tue dir keine. Ich hätte jetzt eigentlich gerne eine Quest angenommen und es hat auch irgendwie so danach. Also es schien schon eine Quest zu sein eigentlich. Vielleicht kann ich ihm einfach mal Schinken vorbeibringen, wenn ich die Vorratskammer geleert habe oder keine Ahnung. Hey! Hi, bist du neu hier? Ja, bin ich. Wer bist du? Amo. Und was machst du hier? Arbeiten auf dem Feld ist anstrengend. Bist du gekommen, um mir zu helfen? Nein. Von Feldarbeit verstehe ich nicht viel. Oh, schade. Aber das ist nicht schwer, nur anstrengend. Komm, ich zeig's dir. Tief wird sich auch freuen. Nein, lieber nicht. Ach, sag doch ja. Tief ist dein Cousin, richtig? Ja. Wie ist Tief denn so? Er ist sehr nett. Er mag mich und passt auf mich auf. Er passt auf dich auf? Wieso das denn? Ich soll nichts anstellen, hat er gesagt. Was hast du denn gemacht, dass man auf dich aufpassen muss? Ich weiß nicht. Das hat er nicht gesagt. Der tickt doch nicht ganz richtig. Ja, wohl ein bisschen so ein kaputter Kerl. Ich sehe hier 100 Millionen Feldrüben. Wenn ich hier keine Rübenziehquest kriege, glaube ich Amok. Also, das muss doch jetzt hier mal sein. Weil, boah, geh mir die Grillen auf den Sack im Hintergrund. Ich werde mal bei der nächsten Gelegenheit pennen. Kann man da mehr rein? Was suchst du hier? Geh! Okay, doch nicht. Na bitte, geht doch. Ach, Oswald, kann ich bei euch pennen? Ich schau mich mal weiter. Das ist jetzt ein bisschen schade, gell? Also, ich dachte, ich könnte jetzt hier eine Runde übernachten im Dunkeln. Jetzt muss ich draußen schlafen oder was? Ich guck mich mal kurz hinter der Bude um. Ich hab doch locker eine Fackel, oder? Holzscheite sind keine Fackel. Also im Prinzip irgendwie. Nein, nee, doch nicht. Das sind keine Fackeln. Keine brauchbaren. Wir haben Scheren, wir haben Pfannen. Zangen habe ich kein. Ich hab doch wohl eine Fackel. Ich fall jetzt gerade vom Glauben ab. Schreib Federn, Rosch. Ich habe keine Feinde. Das ist doch unfassbar. Was eine Frechheit. Ich bin schwer enttäuscht. Ich bin sehr schwer enttäuscht. Wir haben keine Fackel. Oder sind die Fackeln hier irgendwie bei den Waffen? Nee, ne? Das sind nur irgendwelche Knochen und ein schwerer Ast halt. Ich habe echt keine Fackel. So. Und die Gebrüder Dumm und Dümmer sitzen hier draußen, oder was? Irgendwie ist dein Cousin komisch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Naja, er redet ein wenig eigenartig. Sag doch gleich, dass du ihn bescheuert findest. Hey, ganz ruhig mal. Nein, es ist doch immer wieder dasselbe. Hamo ist nun mal nicht klug. Na und? Ist er deswegen ein Arsch? So, und jetzt hack nicht lange auf ihm rum. Hamo ist dumm, aber um Welten besser als manch einer von diesen korrupten, ach so guten Bürgern. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, du Klugscheißer, leg dich mit ihm nicht an, der nimmt dich auseinander. Ja, da ist der Tief auch mal kurz aus der Haut gefahren, darf er? Aber kann man mit dem immer jetzt irgendwie reden, weil ich hätte gerne die Quest angenommen. Ich wollte nur eine Quest haben. Liegt hier irgendwas, was man mitnehmen kann? Also seine Sichel und Feld drüben? Naja, nehmen wir die mal mit. Sicher ist sicher. Ist hier noch irgendwas in den Heuballen? Was Interessantes? Vermutlich nicht. Also der Tief muss heute draußen schlafen. Wo sind denn die anderen? Hamo ist aber auch nicht mehr da, oder? Und ich darf ja nicht rein, ne? Was? Wobei, er hat nichts dagegen. Hier, der Oswald. Na hallo, wer bist du denn? Ich bin Emilie, die Enkelin von Oswald. Den kennst du vielleicht schon. Was ist deine Aufgabe hier auf dem Hof? Hauptsächlich kümmere ich mich um meinen Großvater und um sein Haus. Er ist schon viel zu alt, um noch vernünftig arbeiten zu können. Und vom Haushalt versteht er sowieso nichts. So ist das. Oswald hat mir von einem Schiffsunglück erzählt, bei dem deine Eltern gestorben sind. Könntest du mir davon erzählen? Neugierig bist du ja überhaupt nicht. Aber ich will mal nicht so sein.
Alles fing damit an, dass mein Vater mit seiner Arbeit als Handwerker auf Assur nicht sehr zufrieden war und deswegen aufs Festland wollte, weil er sich dort mehr Wohlstand erhoffte. Er verkaufte deshalb alles, was er besaß. Damals war der Schiffsverkehr noch um einiges dichter und so war es auch nicht schwer, einen Händler für die Überfahrt zu finden. Damals war ich gerade mal 3 Jahre. Mein Vater, meine Mutter und ich fuhren also eines Tages mit dem Schiff los, kurz nach Sonnenaufgang. Es war sehr neblig und der Kapitän wohl auch nicht mehr ganz nüchtern. Denn er bekam bald Probleme mit den Felsen bei der Meerenge, die Assur eingrenzt. Ihm geriet das Schiff außer Kontrolle und er rammte die Felsen. Das Schiff zerschellte direkt und alle außer mir ertranken. Dabei hatte ich auch nur Glück, ein schwimmendes Brett zwischen die Finger zu kriegen, das mich tragen konnte. Klingt echt interessant. Bekomme ich bei dir etwas zu essen? Das kannst du schön brav vergessen. Ich koche nur für Oswald und kümmere mich nicht um irgendwelche Tagelöhner. Wenn du essen willst, kannst du ja mal Selma fragen. Die kocht ja für die ganze Sippe. Glaube aber ja nicht, dass du hier irgendwas umsonst bekommst. Schade. Wer hat hier das Sagen? Orin gehört der Hof. Du findest ihn, wenn du einfach den Weg entlang gehst und dann einfach über die Brücke. Er steht dann meistens vom Lagerhaus und passt auf, dass niemand reingeht. Als ob jemand an alten, vermoderten Arbeitsgeräten interessiert wäre. Da wäre die Vorratskammer eigentlich ein besserer Ort zum Wachen. Vorratskammer, sagst du? Wo ist die? Das sage ich dir lieber nicht, sonst machst du nur noch Dummheiten. Ja, die mach ich auch so. Was gibt es hier auf diesem Hof? Eigentlich so alles, was man von einem Bauernhof auch so erwartet. Felder über Felder. Neben unseren Feldern haben wir noch einen Weinberg, der Weinert gehört. Von hier aus kann man die Sträucher ja ganz gut erkennen. Den Wein verkauft Merlot. Ihn findest du, wenn du über die Brücke gehst und dann nach rechts. Da findest du dann zuallererst das Schlachthaus. Um zur Weinstube zu gelangen, musst du dann bei Gerwulf einfach bei dem Steinbogen nach unten gehen. Wer ist Gerwulf? Ach ja, das ist unser Fleischer. Er kümmert sich vornehmlich um die Schafe und ums Schlachten. Aber er verkauft nichts, nur damit du es weißt. Ja, wenn du einen Schmied brauchen solltest, kannst du auch zu Olaf gehen. Dann musst du nicht immer zur Stadt laufen. Wo ist der? Beim Lagerhaus. Das ist ja gleich hinter der Brücke. Den Weg nach links folgen. Das kann man nicht verfehlen. Fürs Backen haben wir sogar eine eigene Bäckerin. Borell ist ihr Name. Und um sie zu finden, musst du einfach bei Gerwulf dem Weg weiter folgen. Dann kommst du zu einem Teich. Und links davon ist dann auch gleich die Bäckerei. Also es klingt alles irgendwie ein bisschen komplexer gestaltet als auf Onas Hof, um das mit dem Vergleich mal ziehen zu wollen. Also hier gibt es irgendwie alles, ne? So ein Schlachthaus, Vorratshaus, eine Bäckerin, ein Schmied, hier ist irgendwie, gut, mein Bennett gibt es natürlich auch auf Onas Hof, aber hier, das klingt so ein bisschen, ja, auch so ein richtiger Siedlungstyp. Also ich hoffe hier mal auch auf mehrere Gehöfte. Onas Hof ist halt so eine Miniatursiedlung mit riesigem Herrenhaus vorne dran und außen sind überall Felder. Sehr schlicht gehalten, aber hier, das scheint ein bisschen, wie gesagt, Detailreichtum. Brauchst du Hilfe? Aber sicher doch, du könntest mir beim Kochen helfen. Findest du nicht auch? Was suchst du? Du kannst mir keine Quest geben, schade. Komm, leg dich mal ins Bett. Ist schon spät. Ja, ist es moralisch verwerflich, wenn man Leute ausraubt, die sich um ihren Großvater kümmern und der Rest der Familie ist tot? Vielleicht. Was suchst du hier? Leg dich ins Bett. Na bitte, geht doch. Und jetzt geh pennen. Ich glaube nochmal weg und wieder hin. Ja, die beiden hier sind auch weg, vielleicht gibt es ja noch weitere Hütten, wo die beiden auch pennen und die sind ja nur morgens da unten. Du hast die Nacht über echt eine Fackel, das ist ja cool. Der Kerl ist wie so eine lebende Laterne. Lebende Straßenlaterne. Machst einen guten Job auf jeden Fall. Fällt man wenigstens nachts irgendwo runter. So, wir sind etwas weiter weggelaufen. In der Entfernung sieht man auch schon Türme. Ein. Jetzt hast du die alle jetzt hingelegt. Was ist mit dir los? Geh mal schlafen. Jetzt muss ich ja bei Nacht, wenn ich nichts sehe, irgendwo eine Möglichkeit finden zu pennen.
finde ich scheiße, weil ich will ja eigentlich alles mitgehen lassen. Auch an Kräutern sehe ich nichts. Hä? Was steht hier drauf? Asun? Orins Bauernhof. Okay, also das sind hier quasi die Gehöfte davor. Da oben ist so ein Wachturm, ne? Von dem haben wir ja schon vieles gehört. Und hier sind wieder Brücken. Zumindest eine. Mit der jetzt Weg soll. Einen Moment, Reisender. Was treibst du dich so spät um Orins Hof herum? Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Nun gut. Aber ich werde dich im Auge behalten. Na ja, äußerst freundlich. Die Turmwache. Wo geht's da hin? Zum Pass oder was? Boah, ich sehe gar nichts. Es ist dunkel. Kann man irgendwo schlafen? Wahrscheinlich nicht. Oh, eine kleine Sense. Ohne Sichel. Bedienen wir uns mal an den Gerätschaften, die hier rumfliegen. Ich laufe jetzt nochmal runter und hoffe, dass die Alte jetzt pennt. Ich kann mir das ja nicht antun. Im Dunkeln. Erstens will ich die Bude ausräumen und zweitens will ich pennen. Wobei ich nicht weiß, ob wir das Pennen hinbekommen bei denen. Ha, endlich, sie schläft. Perfekt. Kenne mal da drinnen ein bisschen aufräumen. Oh. Ne, nicht oben drauf. Drin. Aber es geht ja mit Zeitwärtslauf. Ja, die Familie schläft, beziehungsweise das, was von ihr übrig ist. Die scheinen aber auch keine Truhe zu haben, oder ich sehe es jetzt aber gerade noch nicht. Übrigens, mir gefällt die Zusammensetzung des Hauses ziemlich gut. Hier mit dieser Stufe nach oben, wo dann die Küche ist quasi. Wo der Topf, also der Kessel steht. Und der Herd. Finde ich witzig, dass es sich so ein bisschen abhebt. Vom Resthaus. Ah, da kann man hoch. Da oben ist auch die Truhe. Mhm, okay. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann man hier noch irgendwas? Nö. Ach, hier ist auch eine Truhe. Sachen gibt's. Na, wenn die schon, also wenn die schon da steht, ne? Da lässt sich nichts machen. Echt? Lederbeutel nehmen wir halt noch mit. Komme ich hier hoch ohne? Kann ich. Ohne Radau zu machen. Liegt eine alte Münze. Noch eine? Okay. Wir haben auf jeden Fall noch einen Köcher. Aha, der sich irgendwie ein bisschen, ja. Also der Köcher ist quasi wie eine Truhe, nur ist nichts drin. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Im Endeffekt war hier oben jetzt nichts drin. Aber es war auf jeden Fall nett hier oben. Scheiße, Mann, da ist ein bisschen aufgeweckt. Was suchst du hier? Geh! Alles gut, bin schon raus. Na bitte, geht doch. Okay, also, wir haben Oswald und Co. Also, und hier diese Emilie, oder wie sie heißt, haben wir erfolgreich ausrauben können. Die Folge ist auch schon so gut wie rum. Dann werde ich einfach jetzt den nächsten Schlafplatz suchen, weil hier bei Nacht müssen wir nicht rumgeistern, außer wir finden. Also in die Richtung geht es zum Bauernhof, wo geht es dann dahin? Also da ist auf jeden Fall der Wachturm, den sieht man ja. Scheint auch Vollmond zu sein, man sieht gerade relativ gut bei Nacht. Also bei Tag sieht man natürlich 100 mal besser, ist klar. Ob wir uns in deren Turm hineinschleichen? Na, die stehen dann ein bisschen dämlich vom Eingang. Ach, hier ist der Weinberg, aha. Können wir Weintrauben mitgehen lassen, oder was? Kann man hier überall Weintrauben mitgehen lassen? Das erinnert mich ein bisschen an Odyssee. Da gab es eine riesige Tomatenplantage und wenn man 25 Tomaten gegessen hat, war das wie bei den Äpfeln, dass man da einen Stärkepunkt bekommen hat. Und ich habe dann tatsächlich 200 Tomaten gesammelt. Und das waren 8 Stärkepunkte.
natürlich die letzte Drecksau, das ist ja kein Mundraub mehr, was ich hier mache. Ich nehme hier einfach Weintrauben ohne Ende. Dann verarbeite ich sie weiter und dann werden wir reich. Das ist ein Geschäftsmodell, ne? Sich nachts auf dem Weinberg schleichen und ganz viele Trauben klauen. Das lohnt. Hier ist übrigens an jeder Rebe, sage ich mal, genau eine Traube. Also gut, es ist ja keine Traube, es ist ja so ein, ne? Direkt so ein Haufen Trauben. Aber pro Dingen nur einer. Aber das ist okay. Also wir haben auf jeden Fall den Weinberg entdeckt. In der nächsten Folge werden wir die ganze Nacht damit verbringen, Weintrauben zu pflücken. Nein, gut, wahrscheinlich werden wir das nicht machen. Sondern ich guck mal, dass ich oben in die Hütte reingehe. Wir pennen da eine Runde, dann machen wir das Ganze bei Tag. Also nein, auch nicht wahrscheinlich. Also wir werden immer mal wieder ein bisschen Weintrauben pflücken. Aber wir werden uns die nächsten Folgen hier umschauen. Das gehört ja hier alles zu Urins Hof, ne? Schauen wir mal, dass wir ein bisschen was stibitzen können noch. Und uns bereichern können. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.